Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part des Let's Level. Inzwischen sind wir Level 20, haben auch den Spezialisten freigeschaltet, welchen den Markster nicht so beeindruckt hat. Er nimmt jetzt hier wieder seine Scar-L auf der Map Mission, die dreckigste Sniper-Map überhaupt, und wird da auch schon vom ersten in die Mangel genommen. Diese Einzelschusswaffe, die ist auch relativ stark, man könnte sie fast mit einem Scharfschützengewehr vergleichen. Nur, dass sie mehr schneller schießt. Jetzt hat er hier aber den Watt richtig schön mitgenommen mit einem Headshot und geht jetzt hier auch gleich in den Gang rein, den Gegner hier mit seiner Striker auch noch mit ausschalten. Das ist jetzt hier ein sehr schnelles Spiel von ihm. Normalerweise geht er ein bisschen vorsichtiger daran. Sieht aus, als ob er mit dem Gegner Katz und Maus spielt. Könnte über in die nächste Ecke gegangen sein, und da hat er ihn mit der P90 mitgenommen. Es ist schon wieder unfassbar, wie viele Noobs in dieser Lobby sind. P90, wenn man einfach mal zu faul zum Zielen ist. Da mit der Granate hat er ihn angefrackt. Er hat ihn nicht geblendet, das heißt, der Gegner ging auf Abstand und ist außen rum gegangen und hat ihn mitgenommen. Sieht er hier einen Scharfschützen stehen, den er leichtfertig mitnimmt. Kein Problem für ihn. Auch diesen Feind hat er gerade da um die Ecke noch mitnehmen können. Ein Frag. Der Gegner wird sich jetzt vermutlich bedeckt halten, aber hier geht er natürlich gleich voll rein. Schafft es, zwei Feinde einfach mal wegzunuben. Nein, er tut es natürlich nicht. Das habe ich nur einfach... Das habe ich nur gesagt, damit er sich ein wenig aufregt, denn ich mag das, wenn er sich aufregt. Tut mir leid, ich nehme es wieder zurück. Wie auch immer. Trotzdem. Wer braucht schon das IMS? Meiner Meinung nach. Gut, der Markster braucht es, dann soll er es sich holen. Warum auch nicht? Es ist der Gegner mit der P90. Vielleicht sollte das sein Team und auch der Markster selbst etwas daraus lernen, weil er gerade einen mächtigen Killstreak hinlegt. Und da joint ihm auch Watt dazu. Das sieht gar nicht gut aus. Sein Team ist wirklich haushoch am Verlieren, muss man sagen. Es sind einfach die Noobs, die ihm einfach hier viel zu arg zusetzen. Er ist nicht in der Lage, hier gegen diese Haufen von Noobs anzukommen. Es scheint ihm nicht möglich zu sein. 7:11, das ist seine KD jetzt gerade. Wenn der Gegner nicht so viele Punkte gemacht hätte von dem EMS, das irgendwie alle wollten, dann hätte man noch sagen können, da könnte man noch was drehen, aber jetzt bin ich mir dann doch relativ sicher, dass das vergebene Liebesmühe sein wird. Er kann nur noch versuchen, seine eigene KD zu retten. In Hinsicht seines Teams wird es auf jeden Fall keine Rettung mehr geben. Da hat sich ja anscheinend ein Camper aufs Dach verzogen. Er wurde allerdings auch sehr schnell wieder erledigt. Jetzt geht es hier darum, noch zwei Kills zu machen und am besten nicht drauf zu gehen. Und da war der Sniper, er hat sich versteckt. Wo kommt jetzt auf einmal die Moab her? Unfassbar. Das kann nur der Camper gewesen sein. Das Spiel ist vorbei mit der Moab. 10:14 geht es aus. Unfassbar, er wurde nicht bei der Moab getötet. Das ist ja unfassbar. 23:1, what? Das ist der Einzige, der jetzt die Möglichkeit zur Moab gehabt hätte. Was ich für meinen, glaube ich, nicht möglich sein dürfte, meine ich. Ich meine, den einen Kill hat er mittendrin irgendwo erhalten. Demnach dürfte eine Moab nicht möglich gewesen sein. Ist aber auch jetzt egal. Wir verabschieden uns auf jeden Fall bis zum nächsten Match. Ciao.